Karibischer Flair mitten in Heidelberg. Schon öfter war Martin Häusler auf Kuba und hat dort diverse Foto- und Werbeproduktionen gemacht. Das Land hat ihn so sehr beeindruckt, dass er dem Inselstaat jetzt eine eigene Ausstellung widmet. Ich war immer extrem begeistert von diesen Leuten dort, von den Designern, von meiner Crew, von meinen Technikern. Die sind unheimlich fit, ja, und die können so viel mehr, als viele Menschen vielleicht das glauben, weil es dort nicht viel Material gibt. Ja. Und ich wollte einfach mal diese jungen Menschen der Welt zeigen, mit meinem Blick. Und das ist Häusler auch gelungen, denn normalerweise arbeitet der 47-Jährige nur mit Film- und Musikstars zusammen. Somit war es für ihn nicht nur eine andere Erfahrung, sondern auch eine größere Verantwortung, denn... Das ist ein ganz großer Unterschied, wenn man einen Star hat, dann hat er eine Persönlichkeit, die er präsentiert, so kennt man ihn auch, dann wird man ja auch dafür beauftragt, diese Geschichte irgendwo in Szene zu setzen. Wenn ich ein Model habe, sage ich dem Model eigentlich komplett, was hier passiert. Ich überlege mir die Story, die Bilder, die Sets, die Einstellungen. Das hat mich gereizt. Ich möchte auch was Neues machen. Ja. Das Ergebnis der Arbeit ist neben der Ausstellung im alten Hallenbad Heidelberg ein Bildband mit 192 Seiten. Bei der Pre-Opening-Vernissage war der Andrang groß und die Gäste begeistert. Also ich muss sagen, ich bin noch gar nicht ganz durch, aber das, was ich gesehen habe, auch im Bildband vorher schon, ist was Außergewöhnliches. Super Bilder, wunderschön. Ja. Haben Sie denn schon ein Lieblingsbild? Das ist Catherine Hepburn-Bild auf der anderen Seite, was danach gestellt wurde. Wunderbar, ist ganz toll organisiert, mal was ganz Besonderes. Auch unter diesem Motto Havanna, ich habe mich ja extra Havanna-mäßig angezogen. Wer jetzt Lust bekommen hat, der kann die Ausstellung Cuban Beauty in Heidelberg noch bis zum 12. Mai besuchen.